Jetzt kommt ein junger Comedian zu uns. Ja, er ist nicht immer so gut drauf, aber er zieht sein Programm durch. Das muss man ihm lassen, meine Damen und Herren. Hier ist Vincent Pfefflin. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich bin mit der Bahn gekommen, die Deutsche. Da gibt es immer diese Ansage, im Waggon, da, befindet sich das Bordrestaurant. Ihr Bistro-Team freut sich auf Sie. Hat es jemand schon mal erlebt, dass die sich freuen? Und dann war ich am Bahnhof. Da gab es so eine Fotoausstellung von südamerikanischen Indianern beim Essen. Ich habe das gesehen und dachte mir, haben die in ihrem Dorf vielleicht auch so Fotos von uns beim Essen? So ein Haufen Indianer steht vor so einem Bild, wo drunter steht, Hans ist eine Wurst. Und die wissen nicht, wer ist Hans und wer ist die Wurst. Was gab es noch am Bahnhof? Die haben die Toiletten renoviert. Kacken kostet jetzt 1 Euro. Pinkeln auch 1 Euro. Kacken und pinkeln auch 1 Euro. Da kriegt man wirklich am meisten für sein Geld. Fast wie eine Flatrate. Ich kaufe immer meine Tickets online, das ist voll der Stress. Du musst so ein Dokument angeben, das du immer später jedes Mal vorzeigen musst, damit du beweisen kannst, dass es deine Fahrkarte ist. Ich meine, ich wollte nur Regionalexpress fahren. Wo sind wir hier? Bei Mission Impossible oder was? Ich habe gefragt, warum ist das so, zu der Schafflerin, und sie meinte, naja, sonst kann ja jeder mit deiner Fahrkarte fahren. Ist das so krass in Deutschland? Werden so viele Online-Tickets geklaut, dass wir eine Krise erleben? Wir schalten live ein zum Hauptbahnhof. Es wurde schon wieder ein Online-Ticket geklaut. Direkt vorm Ditch. Die arme Frau wollte sich nur eine Pepperoni-Pizza holen. Und jetzt fährt jemand anders mit ihrer Fahrkarte. Und es muss immer A4 sein. A4. Ich habe einmal A0 ausgedruckt. Ich brauchte einen Viererplatz, um das zu entfalten. Zu groß für den Scanner, hat sie gemeint. Ich war so, geh doch einfach weiter weg. Ich wechsle mal das Thema. Ich habe Nachbarn. Habt ihr auch Nachbarn? Ich habe Nachbarn, die nicht zurückgrüßen. Ich finde, diese Nachbarn versagen im Nachbarsein. Weil deine einzigste Aufgabe als Nachbar ist zu grüßen. Hallo. Hallo. Das war's. Eine perfekte Beziehung. Ich kann es schon verstehen, man kann auch übertreiben mit Grüßen. Zum Beispiel, ich wünsche dir einen schönen Tag. Ist ein bisschen too much. Und was bringt das Wünschen an sich? Ich meine, bist du ein Zauberer oder was?
Bist du Harry Potter? Weißt du, hallo, hallo, tschüss, tschüss. Das sind alles Begrüßungen mit so einem klaren Ende. Aber sich so in die Zukunft von jemand anders einmischen? Oder so Befehlsgrüße. Schlaf gut. Das klingt für mich immer wie so ein Befehl. Jawohl, ich werde sehr gut schlafen. Und am nächsten Morgen kommt immer die Kontrollfrage. Und? Hast du gut geschlafen? Oder viel Spaß? Es hat noch nie jemand vergessen, Spaß zu haben, weil man ihm es nicht gesagt hat. Wie war es gestern auf der Party? Naja, ging so. Hattest du keinen Spaß? Ach Scheiße, Alter. Ich wusste, es gab irgendwas. Warum hast du nichts gesagt? Jo, das war's schon von mir. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Schönen Abend. Hau rein. Pfefflin mit 3 F. Ein bisschen viel F für einen Künstlernamen, oder? Also, man ist ja kein Künstlername, aber könnte man ja vielleicht was dran, Vincent Pfefflin draus machen. Oder Vincent Pfeff. Mit so einem Logo, so ein Comic-Logo, so Pfeff. Und dann so, wenn alles so ein Stern drumrum. Vincent Pfeff. Naja, gut. Oder Vincent Märklin einfach. Das kann man sich auch besser Märklin. Wenn Sie wollen, dass Sie Vincent Pfefflin noch mal sehen können, dann können Sie das am 15.10. in Essen, am 22.10. in Dresden, am 29.10. in Köln und außerdem am 26.10. als Teil der 1Live Comedy Nacht XXL in der Köln Arena. Weitere Infos gibt es unter Vincent Pfefflin. Hier kommt auch noch dazu, wenn Sie die Internetadresse eingeben, müssen Sie mit AE schreiben. Ja? 3F AE, Vincent Pfefflin.